Ja, grüezi! Endlich, ja. Bachma, Kurt ist da. B-A-C-H, Bach, Bach wie Bach. Ja. Ja, Wolfgang Amadeus, jawohl. Nur ein Moment, wissen Sie was? Warten Sie doch, ja, mit dem schönen Wetter. Solange ein bisschen draußen, hä? Draußen wartet einer. Nein, nein, jetzt keine Zeit, ich muss auf den Zug. Vom Sozialamt. Was? Sucht den Merki. Was? Ja, ich habe schon gesagt, das müsste ein Missverständnis sein. Ja, hast du es nachher geschickt? Nein, nicht direkt. Aber zurückgeschickt? Was hast du denn gemacht damit? Oh nein! Psst. Das ist ja beschiss! Psst. Und wenn das auskommt? Das kommt nicht aus! Oh, Entschuldigung, dass es so lang gegangen ist, aber ich bin halt nicht mehr der Schnellste. Herr Merki? Ja, Rolf Merki. Abächerli, Sozialamt, Stichkontrolle. Aus Folge von einem Unfall? Ja, ja, oh, ah, schweren Unfall, schweren Unfall. Eine schwere Kiste fiel auf den linken Fuß. Ja. Ich habe sämtliche medizinische Berichte und Gutachten. Hier bleiben wir. Von sämtlichen Bewohnern in diesem Haus. Ja, jetzt schau auch hier. Nicht hier? Nein, du bist auf dem Weg an eine Beerdigung. Von wem? Von dir. Von mir? Ja. Du bist heute Morgen gestorben. Entschuldigung, aber da komme ich jetzt nicht ganz mit. Das Sozialamt meint doch, dass du seit 2 Jahren oben in der Mansarde wohnst. Ja, das stimmt ja. Ja, als arbeitsloser Banker. Was? Ja, mit Frau und 3 Kind. 3 Kind? Ja. Perücke, Umstandskleider, Still-BH, Stützstrümpfe, Bruchbein. Ja, ist jetzt gut. Ja, ist ja gut. Du gehst jetzt sofort über zum Abächle und stellst dich als Kurt Bachmann vor, ist das klar? Appenzauer. Appenzauer. Moment schnell, da tickt doch etwas. Ja, Zeitbombe. Also, in der Akte Appenzauer heisst, der älteste Sohn Max. Max ist schwer hörbehindert. Praktisch gehörlos. Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Nein, Max, du bist arbeitslos. Auch noch arbeitslos? Ja. Kein Wunder bei diesem Spezialberuf. Es gibt sicher nicht viele Stellen für eine schwer hörbehinderte Klavierstimme. Was sagen Sie zu dem? Auf keinen Fall die Nerven verlieren, Frau Bachmann. Aber Sie sagen mir jetzt doch gerade, dass mein Mann schwul ist. Nicht zwingend. Da kann ich Sie beruhigen. Noch lange nicht alle Transvestiten sind so veranlagt. Wollen Sie damit andeuten, dass Sie das mit jemandem zusammen machen? Ja sicher, das Zweite bringt es doch viel mehr. Ja, hey, ich hätte mich ja zufrieden gegeben mit Still-BH und Stützstrümpfen. Jetzt wird mir alles klar. Der Onkel Matti hat ihn immer zum Zelten mitgenommen. Herr Bachmann! Herr Bachmann! Herr Bachmann! Otti, sag mal. Was hast du für einen Joint geraucht? Sag mal. Sie nimmt jetzt alles Nötige an die Hand. Herr Appenzeller, was machen Sie da? Sie dürfen doch den Leichnam nicht umtragen. Das ist ja von vorgestern. Oh, wir probieren es. Ja, wir probieren es. Ich denke, dann müsse ich brechen. Oh, Benni, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Findest du nicht auch, die Pöppel sind ein bisschen zu groß? Noch ein Tipp von mir. Noch ein Tipp, gang nicht nach. Die Leute, man sieht ja noch deine Stoppeln. Je schneller sie sich damit abfinden, desto besser.
desto besser für sie. Er ist jetzt in besseren Händen. Jetzt reg dich doch nicht immer so auf. Wie kannst du nur so etwas sagen, du? Alte Schwuchtel! Alt? Ich habe ihnen doch gesagt, die Leiche muss fort. Nein! Sie reisen ja noch auseinander! Ah! Jetzt schauen Sie mal, was Sie mit ihm gemacht haben. Das ist, weiss Gott, kein Service, den ein Verstorbener von Ihrem Institut erwarten darf. Man hat mir gesagt, dass ein Herr Abachl auf mich wartet. Ja, natürlich hat sie mit ihr geschwätzt. Dummer Wagner! Gütiger Himmel! Benni! Benni? Jawohl! Das ist der Benni Abenzeller, unser Untermieter. Ja, jetzt schau auch das an. Heilig zu verdienen. Der Blitz schlägt nie zweimal am gleichen Ort.